Servus Leute, ich bin's mal wieder, der Basti. Wieder eine Woche rum, wieder ein neuer Videoblog. Und heute möchte ich über das Thema Containern reden. Die eine oder der andere von euch wird sich jetzt fragen, was ist Containern? Ja, beim Containern, da geht Mensch abends, nachdem die Supermärkte zugemacht haben, zu diesen Supermärkten oder anderen Einzelhandelsgeschäften und holt dort Essen aus den Containern, was von den Supermärkten weggeschmissen wurde. Es ist für mich eine Form des Protests gegen Lebensmittelverschwendung, denn jährlich werden in Europa 90 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Jeder Haushalt in der EU wirft im Schnitt Lebensmittel im Wert von 50 Euro im Monat weg. Und das ist für mich einfach eine Sache, was ich nicht mehr tragen kann, diese Lebensmittelverschwendung, weswegen ich Lebensmittel aus Müllcontainern wieder raushole. Vor allem wenn man bedenkt, für was die Nahrungsmittelproduktion in Europa alles die Ursache ist. So entstehen aus der Nahrungsmittelproduktion 20-30% der Umwelteinflüsse in der gesamten EU. 17% aller direkten Treibhausemissionen in die Umwelt entstehen durch die Nahrungsmittelproduktion. Und 28% aller verbrauchten Ressourcen in der EU gehen ebenfalls auf das Konto der Nahrungsmittelproduktion. Von daher sind Nahrungsmittel eigentlich viel zu wertvoll, um sie einfach wegzuschmeißen. Des Weiteren ist es für mich einfach auch die Tatsache, dass ich dadurch, dass ich Essen aus Containern hole, Konzerne oder Einzelhandelsketten, die Lebensmittel wegschmeißen, sprich also übermäßig schon produzieren lassen bzw. übermäßig bestellen, am Ende dann was wegschmeißen, die möchte ich einfach finanziell weniger unterstützen. Und das mache ich halt dadurch, dass ich eben das Essen aus den Containern hole. Weil den Apfel, den ich jetzt heute aus dem Container hole, kaufe ich morgen nicht beim Supermarkt. Ja, wie sind die Erfahrungen beim Containern? Ich habe bisher einiges gefunden, sehr unterschiedliche Sachen. Man findet wirklich alles Mögliche über Obst und Brot, Joghurt. Das letzte habe ich in einem Container gefunden, der war voll mit Camembert. Habe ich natürlich selbst dann nicht mitgenommen, aber trotzdem. Man findet wirklich alles Mögliche. Das meiste davon ist auch noch wirklich wunderbar erhalten. Zum Teil sind die Sachen noch nicht mal abgelaufen. Die werden dann weggeschmissen, weil ein Großgebinde defekt war und deswegen alles andere auch nicht mehr verkauft werden kann. Und das finde ich einfach schade. Deswegen hole ich das aus dem Container und ich kann davon gut essen und andere auch. Was ich allerdings bedauere, ist immer noch die Rechtslage hier in Deutschland. Offiziell ist Containern immer noch mit einer Straftat gleichzusetzen. Da sehr viele Supermarktketten mittlerweile ihre Container wegschließen oder wegsperren, muss man zum Teil klettern, um an die Container zu kommen, was im Endeffekt einem Hausfriedensbruch gleichzusetzen ist. Leider. Und auch die Besitzverhältnisse sind immer noch nicht vollständig geklärt. So kann es immer noch sein, dass man wegen Diebstahls angezeigt wird, wenn man etwas aus dem Mülleimer holt. Da finde ich, muss ich einfach ein bisschen was ändern. Einfach dahin, dass sowas straffrei wird, beziehungsweise dass sowas nicht mehr illegal ist. Ich beklaue ja wirklich niemanden, ich hole wirklich nur was aus dem Müll, was andere weggeschmissen haben. Das kann für mich kein Diebstahl sein. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf dem Weg zu den Kommentaren kommt ihr wie immer auch an der Infobox vorbei. Darin findet ihr wie immer meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite. Ich suche übrigens immer noch eine Gebärdendolmetscherin, eine Gebärdendolmetscher für meine Videos. Also es wäre echt cool, wenn ihr euch da umhören würdet. Und von daher, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Basti, ciao.